Habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Jetzt habe ich nur 3 Kisten. Scheiß drauf. Habe ich eben nur 3 Kisten. Habe ich natürlich keine Kohle dabei. Ich bin heute so verpeilt. Bin eigentlich heute mit dem Gefühl rangegangen, das wird eine super Aufnahmesession, weil ja alles so schön ruhig ist und ich habe ja kein Problem, weil ich Aluminium gefunden habe. Und dann kommt das. Gib mal ein bisschen Gas. So. Und das ganze Spiel scheint dich wieder rückwärtig zu verarschen und noch einig anderes. Sag jetzt nicht, dass ich die Turtle nicht dabei habe. Doch, ich habe sie nicht dabei. Natürlich habe ich sie nicht. Wozu brauche ich denn auch eine Turtle? Hä? Weg mit dir, du Sch... Und jetzt lauf. Naja. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Entweder ich bin eigentlich komplett doof, super verpeilt, oder das Schicksal meint es nicht so schön mit mir. Oh. Ich höre was. Ich sehe aber nichts. Wo sind meine Kartoffeln? Da sind meine Kartoffeln. Ich müsste mal wieder was ernten gehen. Mache ich dann auf dem Hinweg zur nächsten Mine. Obwohl, die ist ja da vorne. Also, wir laufen jetzt heute jede Menge Umwege, um eine kleine Sache zu machen. Nämlich ein bisschen Aluminium zu finden. Da bist du, liebe Turtle. So, du bekommst auch ein bisschen Kohle und nehmen wir mal 20. Das wird reichen für eine Weile. Und wir laufen zum... Hier sieht's eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich brauche erstmal... Ach, die ist kaputt. Nein. Da bin ich ja selbst mit den Sachen schneller. Das Spiel will mich doch verarschen. Eindeutig. Eindeutig. Boah, mach das mit einer Fackel. Ich möchte nicht. So, ich möchte nicht meine Sachen verschwenden. Aber zumindest der Anblick dieses wunderschönen Wassers entschädigt dafür. Kein bisschen. Komm, lauf weiter, weiter. Ich hab Bock auf Möhren. Diesmal gehe ich Möhren farmen. Das sind Potatoes, das ist Getreide.
Kann ich beides nicht gebrauchen. Da ist... Okay, das muss ich anders abbauen. Aber ich habe zumindest was Aluminium schon mal gefunden. Wieder nach Hause laufen. Ins Bett gehen. Und dann suchen wir Zeug, was wir wahrscheinlich wieder verhuseln werden, weil wir einfach nicht kompetent genug sind, unsere Sachen richtig zu verwerten. So viel zum Thema, der Mensch handelt wirtschaftlich. An meine Sozialwissenschaftlehrerin. Der Mensch ist wirtschaftlich. Naja, zumindest sind wir wieder zu Hause. Super. Wir gehen in unser Bett. Schlafen eine Runde. Ist nichts mehr drinne, dann ist jetzt auch nichts mehr. So, und lass uns den Spalt erkunden. Und diese komischen Typen da verbrennen. Bei der ist alles okay. Gut. Ich habe mir hier schon einen Weg nach unten gebaut. Dem müssen wir einfach folgen. So. Hier ist jede Menge Zeug. Was lohnt sich davon abzubauen? Also ich würde sagen, erstmal die Kohle unter uns. Die lohnt sich. Was ja wichtig ist, denn Kohle braucht die Turtle. Und wenn die Turtle nicht farmen nur wir. Was bedeutet, wir bekommen nicht doppelt so viele Rohstoffe, sondern nur die Hälfte, weil wir nicht gleichzeitig farmen können. Deshalb Kohle. Sag ich einfach mal so. Ups. Hallo. Stirbt, Zombie. Fein gemacht. Boah, wie schnell ich Hunger bekomme. Ich hasse euch, das wisst ihr. Ausleuchten. Zinn. Alles nur Zinn. So. Okay. Hier haben wir einen Weg. Hier haben wir einen Weg. Wo haben wir noch Wege? Hier haben wir eine riesige Höhle. Super, was ist das da vorne? Da gehe ich nicht näher ran. Da ist was, was so aussieht wie Zinn. Quarz. Zinn.
14 Kappa. Gut. Also ich würde sagen, wir fangen unten mit der Höhle an. Die sieht am vertrauenswürdigsten aus. Und Schatz kann man ja immer gebrauchen. So. Eine Magic Essence. Oder irgendwie sowas. Kupfer. Schön. Zinn. Ups, Entschuldigung. Dann haben wir hier Iron. Ist auch nicht schlecht. Vielleicht könnten wir es ja schaffen, schon mal sowas wie ein Jetpack oder sowas zu bauen. Reptile Ore. Ich weiß nicht, was das ist. Und wofür man Sulfur Ore braucht, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, Reptile Ore steht ja auch immer drunter, ne? Habe ich jetzt nicht gelesen. Schlaues Jünglein. Aluminium. Super. Gut. Da haben wir Aluminium, da haben wir Aluminium.